Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Herr, hab Erbarmen mit uns Sündern. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Amen. Mein herzliches Beileid. Danke. Joy, sei tapfer, mein Junge. Mrs. Collins. Es tut mir so leid. Bist du groß geworden, Mrs. Collins? Du erinnerst dich sicher nicht mehr. Onkel Brad und Tante Margaret. Du bist jetzt der Mann der Familie, Mrs. Collins. Es tut mir so leid für dich. Ah!
Ich warte auf eine Antwort. Wer hat es ihm weggenommen? Thank you.
Größen des Varietés. In den 30er Jahren schuf er eine neue Nummer, Fletcher & Fletcher, mit der er in kürzester Zeit weltberühmt werden sollte. Sein Partner Fletcher, die entwickelte schon bald ein unkontrollierbares, düster-maliziöses Anliegen. Als seine Frau und sein Kind bei einem Unfall tragisch aus dem Leben kamen, zog er sich für Jahre zurück. Erst in den späten 40er Jahren tauchte er aus der Versenkung wieder auf und konnte mit seiner alten Nummer ein triumphales Comeback feiern. 1954 kam er unter nie ganz aufgeklärten Umständen anlässlich eines Theaterpartys. Antworte mir, wer bist du? Viele zweifelten. Oder lass mich in Ruhe. Dass es sich bei der verkohlten Leiche, die in seiner Garderobe gefunden wurde, um Jonathan Fletcher handelte. Denn weder verkohlte Überreste noch irgendwelche Spuren seiner Puppe. Ich will nichts mit ihm zu tun haben. Hast du verstanden? Bitte tu mir nichts. Lass ihn in Ruhe. Hör auf damit. Du sollst aufhören. Was hat er mit dir gemacht? Hat er dich ausgesperrt? Joey, was soll das? Willst du mich umbringen? Joey, was ist los mit dir? Warum war das Licht nicht an? Was ist denn mit dir? Du warst doch noch nie in Angst, Hase. Ich hab keine Angst. Das weiß ich doch. Hast du wieder telefoniert? Joey. Irgendwas stimmt doch nicht mit dir. Was war in der Küche? Willst du es mir nicht sagen? Ich kann nicht. Du kannst nicht? Ist schon gut. Alles ist gut. Wir sprechen morgen drüber, ja? Telefondirektion von Virginia Beach berichtet in ihrer letzten Stellungnahme zum erneuten Zusammenbruch des Telefonnetzes, dass sich selbst die zum Teil von auswärts hinzugezogenen Experten über die Ursachen dieses neuerlichen Zusammenbruchs noch nicht einigen konnten. Einige von ihnen glauben, dass es sich dabei um noch unbekannte extraterrestrische Phänomene handeln könnte. Andere sind sogar der Meinung, dass zur endgültigen Klärung Parapsychologen hinzugezogen werden sollten. Die Telefonteilnehmer von Virginia Beach werden gebeten, sich noch
etwas zu gedulden und bittet alle Teilnehmer, sich ihren verständlichen Ärger und ihre Unmutsäußerungen noch etwas zurückzuhalten. Tja, ich weiß nicht. Freunde, vielleicht ist damit ein neues Telefonzeitalter angebrochen. Was warst du nicht? Vielleicht brauchen wir in Zukunft alle, bevor wir einen Anschluss beantragen, ein Zeugnis über einen abgelegten Telefon. Mein Gott, Joey, warum sagst du denn sowas? Nun, Spaß beiseite. Würdest du mir jetzt bitte sagen, Joey, was hier los ist? Und nun wieder versprichst du es nicht weiter zu erzählen? Ich verspreche es dir. Sie ist böse. Sie lässt mich nicht mit Daddy reden. Wir fahren in einer halben Stunde. Wieso warst du heute nicht in der Schule, Joey? Wir fahren zu meiner Tante Jessica. Das ist aber schade. Echt schade. Vergräbt da was? Ja, sieht ganz so aus. So, jetzt hauen sie endlich ab. Hey, Charlie! Charlie, wo steckst du? Hey, da bist du ja. Darf ich bekannt machen, das ist Charlie. Und das ist Charlie, das ist Sally. Was hat er denn? Was bist du nur für ein Angsthase? Wieso quietscht er so? Er sagt was. Erzähl mir keine Märchen, Joey. Ist aber wahr, Sally. Sieh mal an, was wir hier haben. Was macht ihr beide da? Was soll das hier mit Bomben zu werfen? Das war nicht wir. Das war Joey. Thank you.
blödes Ding. Wie sind Sie denn reingekommen? Entschuldigen Sie. Die Tür war offen. Ich habe das Radio gehört und Joey war heute nicht in der Schule. Da dachte ich, ich schaue mal bei Ihnen zu Hause vorbei. Ach ja, er hat heute Morgen über Halsweh geklagt und da dachte ich, es wäre besser, er bliebe im Bett. Ich habe ihn gerade im Garten mit ein paar Kindern gesehen. Mit was für Kindern? Was mache ich denn da? Nehmen Sie das hier. Mit Kindern aus seiner Klasse. Haben Sie über meinen Vorschlag nachgedacht? Was für ein Vorschlag? Einen Schulpsychologen hinzuzuziehen. Entschuldigen Sie, aber vielleicht sollten wir uns ein andermal darüber unterhalten. Ich weiß, dass Sie... Was ist denn das? Bitte, lassen Sie mich und meinen Sohn in Ruhe. Ich komme schon allein zurecht. Psst. Wollen Sie wirklich behaupten, dass Joey... dass der Junge Kontakt mit Toten aufnehmen kann? Sein Vater ist für ihn nicht wirklich tot. Aber wie... wie spricht er denn mit ihm? Er telefoniert ganz einfach. Und was war mit den Messern? Wie ist das passiert? Joey sagt, die Puppe ist daran schuld. Ich weiß, das klingt albern. Er hat sie irgendwo gefunden und mit nach Hause gebracht. Er behauptet, sie sei böse. Sie will nicht, dass er mit seinem Vater spricht. Und dann sagt er, sie bestraft ihn dafür, dass er das Spiel spielt. Was auch immer das bedeutet. Ich habe nicht verstanden, was er mir da sagen will. Komm, wir gehen. Warten Sie mal. Ich habe die Puppe hier hingesetzt. Die Puppe? Ich hatte sie draußen gefunden. Verdammte Scheiße. Ich hab dir doch gesagt, die waren nur geliehen. Mein Bruder schlägt mich tot. Warum habt ihr nicht auf uns gewartet? Das hätte auch nichts geändert. So was habe ich noch nie erlebt. Ein Blick und pow, waren sie hin. Erklär mir lieber, wie ich meinem Bruder klar machen soll, dass seine Panzer jetzt im Arsch sind. Hör bloß auf, heul doch! Du hast gut reden! Vielleicht sollten wir ihn kidnappen. Hey, kommt her, ich hab was entdeckt! Nicht so schnell, wartet doch! Da ist eine Treppe. Wollt ihr wirklich reingehen? Hey, das ist eine Schachtel mit Kerzen. Gib mir auch eine. Schaut euch das an. Wow. Ich glaube, die Decke bricht gleich ein. Probier mal, ob er noch funktioniert. Da drüben ist noch einer. Joey, wir essen gleich. Ich hoffe, es hat sie nicht erschreckt. Sag ihm, er soll es in Ruhe lassen. Joey, was soll das? Setz dich hin und benimm dich. Ich hab's mir nur angeschaut. Martin, darf ich Ihren Teller haben? Hallo, Ihren Teller. Entschuldigung. Was ist mit dir? Haben Sie das gesehen? Verdirbt denn nicht den Appetit? Na, Joey,
Joey, jetzt lass das und fang endlich an zu essen. Deine Mutter und ich halten es für das Beste, wenn du morgen wieder in die Schule gehst. Was hältst du davon? Joey, er hat dich was gefragt. Ich gehe nicht mehr in die Schule. Wegen der anderen Kinder, mach dir mal keine Sorgen. Ich glaube, das Beste für dich wäre, ja, wie soll ich sagen, wenn du deine kleinen Geheimnisse für dich behältst. Was Martin und ich damit meinen, ist, von jetzt an keine Tricks mehr, okay? Versprichst du mir das? Martin, ihr Essen wird kalt. Ja. Was ist passiert? Ich habe mir die Hand verbrannt. Joey, was hast du getan? Kommen Sie. Kommen Sie. Sie müssen die Hand in Eiswasser halten. Es brennt schelmisch. Hier. Hier. Ich hole noch Eis. Sind Sie sicher, dass das wirklich Joey war? Wer sonst? Ich habe mal gelesen, dass solche Phänomene während der Pubertät auftreten. Pubertät? Joey ist gerade 9. Zu erzählen. Ach, warum lasst sie mich nicht einfach alle in Ruhe? Nö, ich habe keine Lust mehr in die Schule zu gehen. Wie ich sie hasse. Ich hasse sie einfach alle. Nee, der ist nicht nett. Der ist einfach nur doof. Der redet mit mir, als wäre ich ein Baby. Wirklich, ich kann schon selbst auf mich aufpassen. Okay, wenn du das sagst. Joey? Wo bist du? Joey! Du brauchst dich nicht zu verstecken. Mami! Ich weiß, dass du hier bist.
Von mir? Ein kleines Spielchen. Ich werde nicht mit dir spielen. Das werden wir ja gleich sehen. Daddy! Ja, das werden wir gleich sehen.
der Lampe. Geben Sie sie mir. Ja, natürlich. Seien Sie doch vorsichtig. Vorsicht! Entschuldigen Sie, ich bin etwas nervös. Fühlen Sie sich gut, Laura? Ich weiß nicht. Ich versuche zu retten, was noch zu retten ist. Schaut euch das an. Wenn ich es nicht selbst sehen würde, würde ich es nicht glauben. Ich verstehe nicht, warum die so einen Zirkus um den Idioten machen. Hey, du kriegst die Tür nicht zu. Wenn der glaubt, dass er uns ungestraft davonkommt, dann täuscht er sich. Wir haben noch eine kleine Rechnung zu begleichen. Also, wir müssen jetzt schleunigst was unternehmen. Hey, warten Sie mal! Ja, ist doch klar. Halt! Hier dürfen Sie nicht rein. Ja. Siehst du, Joyce? Hier wird alles aufgebaut. Und das hier sind die Leute von der Telefongesellschaft. Denen hast du in den letzten paar Tagen schlaflose Nächte bereitet. In den Kabinen sitzen auch Kollegen von mir. Die zeichnen alles auf, wenn wir nachher die Tests machen. Dr. Hayden, was ist hier eigentlich los? Sie sind bestimmt der Lehrer von dem Jungen. Hi, wenn das so weitergeht, ist bald die ganze Stadt hier versammelt. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben Erfahrung in diesem Bereich. Wir haben alle Zufahrten gesperrt. Haben Sie in letzter Zeit Veränderungen an Ihrem Jungen bemerkt? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Scoot, da runter da. Du hast eine Fresse gehabt. Nein, nein, nicht, dass ich wüsste. Ja, ja, doch, ja, ein Schnupfen. Schnupfen? Schnupfen? Seid ihr soweit? Ja, wir müssen nur noch die Karte. Schildkröte und Adler. Wir haben Beobachtungsposten 1 eingenommen. Ablenkungsmanöver einleiten. Es hat geklappt. Los. Ich hoffe, es ist dir nicht zu unbequem, aber es muss... Schildkröte und Adler, wir haben jetzt Beobachtungsposten 2 eingenommen. Hey, was ist denn hier los? Idiot, ich bin doch kein Mülleimer. Schrei doch noch lauter. Mist, was ist denn das für eine Type? Ist vom CIA. CIA? Diese Witzfigur? Achtung! Das gesamte Telefonnetz in der Umgebung war unterbrochen. Und das Zentrum der Störung war dieses Haus. Joey, deine Mutter hat mir erzählt, du hättest kein Wort mehr mit ihr gesprochen. Weißt du, ich hatte schon sehr oft das Glück, mit Menschen zu sprechen, die auf diese besondere Weise begabt sind. Die meisten Menschen verstehen sie nicht. Sie haben Angst vor ihnen. Halten sie für fremd, andersartig. Aber das sind sie nicht. Ihre Gabe ist ein seltenes Glück für uns alle. Sie sind vielleicht der Beweis dafür, dass der Tod, so wie wir ihn kennen, nicht existiert. Als ich vorhin durch das Haus ging, ist mir etwas Seltsames aufgefallen. Da war kein Spielzeug im Haus, nirgendwo. Und dabei hat mir dein Lehrer die tollsten Dinge darüber erzählt. Was ist passiert? Ich weiß, welche Gefahren drohen, aber du kannst sie meistern, wenn du sie erkennst. Verdammt, die sind ja überall im Haus. Da kriegst du einen Ständer nicht rein. Was machen die denn da? Los, mach Meldung. Okay, Hauptquartier, hört ihr mich? Alles ist ruhig. Wir haben unseren vorgerückten Beobachtungsposten eingenommen und melden uns wieder. Roger. Was ist denn jetzt los? Irgendeine Störung in der Leitung. Achtung, haben Sie eben eine feindliche Agentin geschnappt? Blöd, Männer, wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Lass sie laufen. Okay, Sally, verpiss dich. Wir werden versuchen, direkt ins Zentrum
werden keine gemacht. Wir kämpfen ohne Rücksicht auf Verluste. Unser einziges Ziel, Joey Collins muss uns gehören. Ich verlange von jedem von euch Mut und Entschlossenheit. Und jetzt zur Strategie. Spider-Man, du übernimmst die linke Flanke. Robin und Golden Eagle rücken mir die rechte Flanke vor. Meine Männer und ich, wir gehen direkt durch die Mitte. Noch Fragen? Gut. Möge die Macht mit uns sein. Möge die Macht mit uns sein. Okay, verstanden. Uns wird's hier schon langweilig. Hey, wer kommt denn da? Achtung, Hauptquartier. Joeys Mutter verlässt das Haus. Halt, der Arsch von Lehrer auf. Laura! Zum letzten Mal. Was ist denn hier los? Wo wollen die denn alle hin? Hey. Was soll denn das? Was haben wir denn da? Wo kommen denn die Kinder her? Wir sollten was tun. Komm, lass uns die Geräte ins Raum bringen. Wie machst du das, Joey? Ich spiele das Spiel. Schauen Sie da! Los, Knallenart!
Wenn es vorbei ist, sollten Sie mit dem Jungen vielleicht eine Zeit lang wegfahren. Sie brauchen das beide. Ich hoffe, bis dahin ist alles vorbei. Ich werde schon dafür sorgen. Aber wenn sein Vater nicht tot ist, ist er dann so eine Art Geist? Wenn man stirbt, dann ist man nicht wirklich tot. Die Seele taucht ein in eine andere, wunderbare Welt. Wenn ich so einen Käse zu Hause erzähle, halten die mich ja für bekloppt. Das glaube ich nicht. Entschuldigen Sie, aber der Kollege hat eine Meise. Warte nur ab, dich habe ich auch noch zu brei, du Arsch. Was ist denn hier los? Dann erzähl doch mal, wie war das? Was war das für ein Gefühl? Joey, was wir wissen wollen ist, lässt du dich dabei von deinen Gefühlen leiten? Komm, erzähl uns. Joey, wir wollen nur wissen, willst du es oder passiert es? Einen Moment noch, Kleine. Gleich habe ich Zeit für dich. Dann erzähl doch mal. Wie war das? Joey, kannst du dir erklären, warum dieses Licht als Begleiterscheinung auftritt? Dass da Energie, plasmische Energie... Wie heißt du überhaupt? Lassen Sie ihn in Ruhe. Sie merken doch, er will nichts sagen. Versuchen Sie es doch mal. Sag uns, wie du heißt. Was machen Sie alle hier? Raus hier. Raus. Aber schnell. Joey. Alles in Ordnung? Ich hätte sie nicht allein lassen sollen. Was haben Sie mit dir gemacht? Wir stellen lauter dämliche Fragen. Soll ich Ihnen sagen, Sie sollen gehen? Gut, ich bin gleich wieder zurück. Sie ist weg. Wir müssen sie warnen. Glaubt ihr, was die vom Fernsehen für die Story bezahlen würden? Wir haben alle unser Ehrenwort gegeben, also halten wir uns auch dran. Halten den Mund. Mami, Mami, wir halten den Mund. Na, warte. Na, los, Ami! Gib ihm! Ja, ja, gib ihm! Einer zu rühmen! Thank you.
Da bringen mich keine 10 Pferde rein. Dann bleib da, Fettsack. Wo wir sind. Ich will nach Hause. Also los, suchen wir weiter. Denn er muss doch irgendwo sein. Beruhigen Sie sich, Laura. Es war ihm sicher alles zu viel. Sie werden ihn schon finden. Oh,
versprochen, all die Leute wegzuschicken. Hier ist auch hier. Komm rüber zu mir. Wir sind jetzt oben, im Wald. Irgendeine Spur? Nein, noch nicht. Okay, sucht weiter. David. Er muss doch irgendwo sein. Beruhigen Sie sich, Laura. Es war ihm sicher alles zu viel. Sie werden ihn schon finden. Ich habe ihm doch versprochen, all die Leute wegzuschicken. Hier ist auch hier. Komm rüber zu mir. Wir sind jetzt oben. Im Wald. Irgendeine Spur? Nein, noch nicht. Okay, sucht weiter. Davis, für Sie. Mach du weiter. Ja, was gibt's? Es haben sich inzwischen noch weitere Eltern gemeldet, die ihre Kinder vermissen. Versuch sie zu beruhigen, ich melde mich wieder. Was gibt's denn alles nicht? Übernimm du mal. Mrs. Collins? Es werden inzwischen noch weitere Kinder vermisst. Wo sie rausgeht. Es gibt keinen Ausgang. Wer hat die Puppe? Seht euch das an. Mami. Thank you.
sei ja nicht, ihn zu stören, du Drecksack. Du hast mir nichts zu sagen. Bitte, du musst uns helfen, hier rauszukommen. Sag ihr, dass sie uns in Ruhe lassen soll. Joey, mit wem sprichst du da? Los, hau ab, du Scheiße! Ich hab gesagt, du sollst endlich abhauen! Halt die Klappe! Du musst uns helfen. Verstehst du mich? Kannst du mich verstehen? Was machst du hier? Wer bist du? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Sie hält uns hier gefangen. Hilf uns hier raus. Ich werde euch hier nicht rauslassen. Das verspreche ich euch. Was?
Zeit fürs EKG. Wo bleibt die Sonde? Können wir einschalten. Puls. Blutdruck. Macht schon schnell. Sauerstoff. Druck. Bleibt das EKG. Einschalten. Atropin bereit? Mach doch. Schwester, Atropin bereit. Okay, Bernie. Und was ist dann passiert? Dann ist die ganze Decke eingestürzt. Wumm! Wir sind losgerannt, aber wir kamen nicht mehr raus. Warum kamt ihr nicht mehr raus? Wir haben ja alles versucht, aber da waren lauter Türen. Und dann dieses wahnsinnige Monster mit seinen ekligen gelben Augen. Was hast du gesehen? Ein Hamburger. So einen großen habe ich noch nie gesehen. Wie ein Berg, mindestens. Ein Hamburger? Oh, vielleicht war es auch ein Cheeseburger. Komm schon, was hast du gesehen? Okay, ich habe ihn gesehen. Wen hast du gesehen? Darth Vader. Wird er wieder gesund? Ganz sicher, Sally. Sally, erzähl mir, was du gesehen hast. Ich habe ihm ja gesagt, er soll da nicht reingehen. Aber vielleicht wollte er gar nicht mehr hier sein. Wie kommst du darauf? Dieses Licht war so wunderschön. Welches Licht? Was für ein Licht meinst du? Als ob die Sonne aufgehen würde. Blutdruck 70 zu 90. Atropin, 5 Milligramm, los, macht sich schon! Mindest 10! Atropin! 5 Milligramm Atropin! Wie ist der Puls? Los! Kein Puls! Weiter mit Elektroschock, CPR! Wie ist der Puls? Kein Puls. 250 war sie noch. Na komm, Joey. Na komm, Joey. Du schaffst es. Fertig. Neuer Marsch. Du schaffst es, Joey. Komm. Immer noch kein Puls. Du schaffst es. Joey, du schaffst es. Komm. Du schaffst es. Bring dich an. Lass dich nicht aufgeben. 1, 2, 3, 4. Puls. Ein Puls. Du schaffst es. Verdammt nochmal. Joey, du musst es schaffen. Kein Puls mehr. 3, 4, 5, 1, 2. Verdammt nochmal schon. Immer noch kein Puls. 1, 2. Ja, sie kommt gleich. Für Sie. Was gibt's? Habt ihr die... das geht schon. Das muss auch angeschlossen werden. Ja. Mit den Gegenrufen? Einen Moment Ruhe. Der Junge ist tot.
dürfen wir noch mal sehen. Wir alle waren sehr gemein zu dir. Wir, es tut uns leid. Wenn du noch bei uns wärst, dann hätten wir dich jetzt zu unserem Anführer gemacht. Einen besseren könnten wir nicht haben. Ich brauch das jetzt nicht mehr. Wenn Sie mich brauchen. Wenn ich irgendwas für Sie tun kann. Nein. Ich passe auf Charlie auf. Ich verspreche es dir. Ihr müsst jetzt gehen. Wenn Sie mich brauchen. Wenn ich irgendwas für Sie tun kann. Nein. Ich passe auf Charlie auf. Ich verspreche es dir. Ihr müsst jetzt gehen. Und wie geht's weiter? Packen wir unseren Krempel zusammen und verschwinden. Thank you.
da ja nicht mehr rein. Wieso? Ich habe keine Angst. Das ist doch nur Joey. Can you cling to? Your world begins to spin. Anything can happen.